Hallo liebe Freunde von Factorio, 25. Runde 17 hier mit Jimmy. Und ja, wir sind fleißig dabei. Wir arbeiten auf die Wissenschaftspakete für Zubehör, heißen die glaube ich. Nochmal nachgucken, muss mich an den Namen gewöhnen. Wissenschaftspakete für Zubehör, die gelben Fläschchen, darauf arbeiten wir hin. Hier unten die Anlage sollte eigentlich gebaut werden, wenn Material da wäre. Aber es fehlen wieder Zahnräder. Okay. Als ich angefangen habe, hier die Mall zu bauen, da war ich am Überlegen, ob ich hier nur 6 oder ob ich 9 Maschinen für Zahnräder hinbaue. Und bei Factorio ist es einfach so, wenn man sich so eine Frage stellt, brauche ich da jetzt 6 oder mache ich 9, dann sollte man die drei, über die man nachdenkt, die sollte man noch hinbauen. Und das Ganze gleich doppelt, weil ihr seht ja hier kommt viel zu wenig Zahnräder an. Solange die Fließbandproduktion läuft, kommt da nichts mehr durch. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob ich das eventuell hier nochmal dran krieg. Und zwar die Eisenplatten müssen. Wo habe ich denn da den gelben Tunnel? Das müsste eigentlich passen, wenn ich das so dahin baue. Sehen wir gleich, ob es funktioniert. Die Eisenplatten laufen auf dem gelben Band. Das heißt, ich brauche hier noch gelbe Tunnel als Eingang. Hier brauche ich einen roten Tunnel. Hier nochmal einen gelben. Hier auch nochmal einen gelben. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob ich es jetzt verbaselt habe. Ja, ich sehe jetzt hier schon Zahnräder auf dem gelben Band. Da haben sie nichts zu suchen, weil hier ein falscher Tunnel drin steht. Da muss ein roter hin. Das heißt, ich muss jetzt hier die Eisenplatten, die hier reingelaufen sind, nehmen wir doch alles richtig. War alles richtig. Das Problem ist jetzt nur, dass es hier nicht weitergeht. Die Strommasten hier müssen mal ganz kurz weg. Dann brauche ich ein rotes Band. Und dann sollte das jetzt laufen. Oder täusche ich mich? Ne, sieht gut aus. Eisenplatten kommen genug rein, also die Zahnradmaschinen können arbeiten. Könnten arbeiten. Warum tut der nichts? Weil der keine Zahnräder ablegen kann. Okay. Da ist also alles gut im Moment. Ja, würde ich sagen, lass mal so. Dann kriegen wir da nämlich auch Montagemaschinen wieder und naja, jetzt sieht es besser aus mit Zahnrädern. Viel besser. Okay. Das heißt, die Anlage hier unten wird gebaut. Wie sieht es oben aus bei unseren Schmelzen? Ja, da habe ich natürlich den Robofort vergessen. Gehen wir auch gleich mal nachschauen. Aber da laufen wir nicht hin, da nehmen wir ein Auto.
Wir haben hier eins. So, hier habe ich einen Roboport vergessen. Beziehungsweise nicht vergessen, der wird einfach nicht gebaut. Schauen wir mal, dass wir da Strom drauf kriegen. Jawohl, das passt. Was fehlt hier noch? Hier fehlen noch Strommasten. Ach, das sind kleine Strommasten. Das hier sind beleuchtete Strommasten. Wisst ihr, was ich jetzt versuche? Ich schmeiße jetzt mal die kleinen Strommasten alle raus. Dazu nehme ich mir einen Abbauplaner. Der ist schon gefiltert. Um die Filter zu leeren, halte ich einfach die Shift-Taste gedrückt und mache einen Klick mit der rechten Maustaste drauf. Schon sind die Filter gelöscht. Mit rechter Maustaste wieder öffnen. Und dann kann ich hier neue Filter setzen. Und zwar will ich die kleinen Strommasten raus haben. Und die kleinen beleuchteten will ich raus haben. Dann nehme ich den in die Hand und ziehe den hier einfach drüber. Muss aufpassen, dass ich die an der Seite nicht rausschmeiße, weil die gehören nicht zur Anlage. So, und dann werden jetzt hier die kleinen Strommasten alle rausgebaut. Jetzt schauen wir mal, ob wir da mit dem mittleren nicht ordentlicher hinkommen. Und zwar brauche ich dann den ersten hier. Da brauche ich einen. Weil es jetzt hier nicht so finster werden würde oder ich Strom hätte. Könnte ich auch sehen, wie weit die Strommasten mit dem Versorgungsbereich gehen. Okay, das funktioniert wunderbar. Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und jetzt kopiere ich mir nur die mittleren Strommasten. Dazu nehme ich eine Blaupause, mache die auch wieder. Nicht gerade die. Was ist das hier? Das ist die Referenz nach da oben. Nehme ich mir eine neue Blaupause mit Alt B für Blaupause. Und kopiere mir jetzt nur die mittleren Strommasten. Das heißt, ich mache eine Blaupause von allem. Sag okay. Leg mir die ins Inventar, Rechtsklick öffnen und schmeiß alles raus, was keine mittleren Strommasten sind. Rechtsklick, 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 Rechtsklick. Bestätigen. Und schon habe ich hier nur noch die Strommasten drin. Und die muss ich jetzt nur noch platzieren, platziert bekommen. Und zwar einmal dahin, 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 dahin. Und dahin. Dann sollte es schick werden. Okay, die Roboports hier unten haben schon wieder keinen Strom mehr. Dem können wir abhelfen. Mal Strom hin. Und nochmal Strom hin. Ja, da habe ich keine Strommasten mehr. Kann ich welche bauen? Ja, kann ich machen. Okay, was war dann nächster Plan? Ja, ich weiß, also wir haben hier oben auf dem Erzbus. Wir haben hier viel zu wenig Material, um die Schmelzen hier auch noch zu versorgen. Wir haben hier vier Bänder. Die sollten theoretisch hier vorne alle schon, also wenn die Schmelzen hier vorne schon komplett laufen, dann bleibt da von dem Eisenerz nichts mehr übrig. Kupfererz genau das gleiche. Da haben wir hier schon für die Stahlschmelze. Also für die Eisenerzschmelze, für den Stahl, haben wir dann schon kein Material mehr. Und für die hier haben wir dann schon gar kein Material mehr. Das weiß ich jetzt schon. Aber das ist ein Punkt, da kümmern wir uns später drum. Spätestens wenn wir Züge haben, machen wir das ordentlich. Nur habe ich jetzt gerade gesehen. Kohle und Stein ist hier ganz dürftig. Ich glaube, da sollten wir so langsam mal drüber nachdenken. Hier das Kohlefeld und das Steinfeld hier auch noch anzuschließen. Ich glaube, das machen wir jetzt heute. Weil das hier ist mir doch ein bisschen zu dünn.
Und wenn hier keine Kohle mehr kommt, kommt kein Plastik mehr. Ohne Plastik kriegen wir keine roten Chips und so weiter und so fort. Das ist also doch eine recht wichtige Sache. So, habe ich jetzt den Strommasten. Natürlich habe ich den falsch gestellt. Der muss dahin. Dann kriegt der Roboport nämlich auch Strom. Okay. Dann wird das also aufgebaut. Das hier unten sollte fertig sein inzwischen. Jawohl. So, hier auch gerade noch mal drüber schauen, ob das mit dem Input-Output passt. Wir brauchen 2700 Kupferplatten, das heißt, es ist mehr als ein rotes Band. Da haben wir zwei rote Bänder drin, das ist gut. Und Eisenplatten brauchen wir genau 1800, das heißt, es ist entweder ein rotes Band, was ich hier natürlich in Gelb habe. Also das kann nicht funktionieren. Und das teilt sich dann hier auf zwei gelbe Bänder. Das war der Plan. Also das Stück hier, das muss noch rot. Nehme ich wieder mit Alt-U den Upgrade Planner. Und mache hier rote Bänder draus. Hier machen wir rot, da machen wir rot, da machen wir rot. Und dann sollte hier auch genug Eisenplatten reinlaufen, damit das funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Kohle und Stein schauen. Dafür brauche ich Erzförderer. Habe ich zwar noch 200, schieß mich tot dabei, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich nehme sicherheitshalber mal noch ein paar mit. Fließbänder habe ich auch noch ein paar. Werden aber auch nicht reichen. Also Erzförderer sind da. Fließbänder machen wir in dem Fall noch mal in Gelb. Nehmen wir die auch noch mit. Strommasten werde ich auch noch welche brauchen. Die werden auch nicht reichen. Das sind hier die beleuchteten. Die will ich haben. Und für alle Fälle Eisenplatten habe ich noch. Und für alle Fälle packe ich mir jetzt einfach noch ein paar Zahnräder mit ein. Grüne Chips habe ich auch noch über 200. Also ich kann ein bisschen was, kann ich dann bauen notfalls. Okay. So, hier Zahnräder. Bitte einmal einpacken. So. Da hätte ich mir jetzt eigentlich auch das Auto mitnehmen können. Müsste ich nicht so weit laufen. Ich könnte auch hier über die Fließbänder laufen, wenn ich schon keine Immunitätsausrüstungen benutze. Dann geht es doch ein bisschen schneller. So, hier ist das Auto. Fahren wir mal nach oben. Und ja, das Grüne hier, also das Uranerz, das wird unser nächstes Projekt vermutlich werden, weil ich brauche langsam aber sicher dann doch die Uranmunition. Also die auf jeden Fall. Und da möchte ich mir schon mal einen kleinen Uranvorrat produzieren, damit wir dann, wenn es soweit ist, damit wir dann direkt loslegen können. So, jetzt schaue ich hier auch wieder, wie ich hier am besten volle Bänder kriege. Und an der Seite dann nur zwei Restebänder habe. Ich denke, das machen wir dann so. So. Wie viel kriegt der? Der kriegt noch 41.000. Das lohnt sich. Oh. Okay. Ja, dann lassen wir das Auto jetzt einfach mal da stehen. Nicht vergessen. Sonst haben wir nämlich das nächste Mal wieder ein Problem. Und ihr seht es auch wieder, also ich könnte es hier auch wieder Blueprint verwenden und das von Bots aufbauen lassen, aber das ist mir einfach zu, naja. So ein Erzfeld ist schnell erschlossen. Es geht recht fix und ist keine große Arbeit, es ist einfach nur durchlaufen und das Zeug platzieren. So, das hätte ich aber gerne so. Dann gibt es hier nochmal eine Restebahn. Und drüben haben wir auch schon eine Restebahn. Okay, das hier müsste die Restebahn sein. Nein, ist es nicht. Die kommt hier. 26.000. Ja, das müsste so gehen. Du kriegst 27.000, das ist okay. Dann stellen wir hier noch zwei hin.
Dann kommt hier die andere Restebahn. So, das war die Restebahn. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel Erzförderer wir insgesamt haben. Wir brauchen ja 30 Stück, um ein gelbes Band voll zu machen. Also für, ich schätze mal, mehr wie zwei Bänder wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber das sehen wir dann gleich. Der braucht hier noch einen. So, jetzt schauen wir mal. Mit der Steuerung N und nachgezählt. Das sind 84 Stück, also ich würde knapp drei Bänder. Also das dritte Band würde nicht ganz voll werden. Aber das meine ich. Deswegen mache ich zwei Bänder ausgangsseitig und gut ist. Ist das Auto mal kurz aus dem Weg? So, wie viele Förderer stehen am Resteband? Das sind 13. 13 und 7, das sind 20. Das sind 20. Wie viele Erzförderer stehen hier? Das sind 24, das reicht auch nicht. Das sind dann 23 hier, jawohl. Und das hier sind 17. Das heißt, ich lege das hier zusammen mit dem Resteband und verteile dann das, was auf dem Band hier ankommt, verteile ich dann auf die anderen beiden Bänder. Nämlich einmal auf das hier und einmal auf das hier. Machen wir auch wieder den da. Dann muss hier auch noch ein Splitter hin. Dann nehmen wir das Band und machen hier gleich den Lane Balancer wieder rein, dass das Band hier auf jeden Fall gleichmäßig auf beiden Seiten gleichmäßig gefüllt ist. Okay, das ist das. Und das könnten wir hier jetzt eigentlich auch gleich machen, dass wir hier auf jeden Fall gleichmäßige Bänder haben. So, einmal den da und einmal den da. So, das war das. Und dann sollten wir hier zwei wirklich gleichmäßig gefüllte Bänder rauskriegen. Da brauchen wir nur noch ein bisschen Strom. Und beim Strom schaue ich jetzt auch, also ich fahre jetzt mit dem Strommasten so weit hoch, dass der untere Erzförderer gerade noch erwischt wird, damit ich hier so wenig Strommasten wie möglich brauche. Oder zumindest so wenig Strommasten wie nötig, sagen wir so. Und ihr seht es auch, mir ist es egal, ob die jetzt gerade stehen, ob die schief stehen, das ist mir wurscht, das ist ein Erzfeld. Und da sieht man in der Regel, sieht man das ein einziges Mal, nämlich dann, wenn man es aufbaut, und beim zweiten Mal, da baut man es nämlich wieder ab, und ansonsten sieht man das Ding nicht. So, mal Strom drauf, sollte laufen. So, das ist das Kohleband, damit wollen wir da hinten hin, das ist das obere. Wieso liegt das Kohleband jetzt? Naja, wieso liegt es oben? Ich weiß es nicht. Helfen wir mal dem Roboter hier. Indem wir die Klippe da verschwinden lassen. Der arme Kerl, der hängt da rum und kommt nicht weiter. Stein. Stein ist dann das untere Band. Das heißt, ich fahre jetzt mit der Kohle so weit rüber, dass ich da auf den Stein komme. Stein hier hin. Ja, genau so machen wir das. Ich hoffe, ihr habt genug Fließbänder dabei. Schauen wir gerade mal, ob wir da irgendwelche größeren Hindernisse unterwegs haben. Ja, hier kommt eine Klippe, das ist super doof. Aber dann wären wir eigentlich auch schon vorne.
Ja gut, um die Klippe kümmere ich mich später. Habe ich Klippensprengstoff? Ne, habe ich nicht. Hole ich mir gleich noch ein bisschen Klippensprengstoff, dann machen wir das Ding gleich weg da vorne. Dann ist es aus dem Weg. Klippensprengstoff, waren das schon immer 20er Stacks, also 20er Stapel? Ich meine, es waren 10er Stapel in Version 16 noch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann brauche ich jetzt den da und möchte hier dran vorbei, wenn es geht. Einmal da runter. Auch hier rüber. So. Steigen wir in unser Auto ein, stellen das Auto ordentlich hin. Und legen das Fließband darum. So, da kommt jetzt gleich die Klippe. Oh, da sind wir doch schon. Das andere Band auch noch gelegt. So, so macht Fließbänder legen Spaß. So, das war das. Dann machen wir vorne die Klippe gleich weg. Und dann schauen wir, wo wir mit den Bändern für mit den Steinbändern runterkommen. So, Klippensprengstoff war hier. Das muss weg, das kann weg. Das kann weg. Und da vorne kann auch noch ein bisschen was weg. Das hier. Ja, komm, ziehen wir es durch bis an die anderen Bänder. Dann haben wir sie beieinander. Ja, zwei Dauer habe ich noch. Sehr schön. Schauen wir mal nach dem Stein. Da kriegen wir nicht viele Förderer drauf. Das sehe ich jetzt schon. Relativ klein das Feld. Resteband gibt es auch nicht wirklich. Ich glaube, mehr als Einbandsteine kriegen wir da nicht raus. So, was habe ich jetzt hier gemacht? So rum ist das besser. Also gefällt mir zumindest wesentlich besser. Wenn die Erzförderer ihr Zeugs auch aufs Fließband ablegen können. So, und die hier sollten jetzt tatsächlich auch noch im Bereich drin sein. Also wenn ihr das seht, hier liegen so ein paar Brocken außerhalb des Förderbereichs. Die gehören aber nicht zum anderen Feld. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr hier einen Erzförderer hinhaltet. Und dann seht ihr unter erwartete Ressourcen rechts. Seht ihr, der kann nichts fördern. Das heißt, die paar Brocken, die der jetzt noch in seinem Einzugsgebiet hat, die gehören zu dem Feld hier. Also zu dem Feld, an dem ich stehe. Fließbänder gehen wir aus. Die werden nicht reichen. Aber es wundert mich nicht. Gewundert hätte es mich, wenn mir mal kein Material ausgegangen wäre. Hier kommt auch noch einer hin. Aber wenn wir schon dabei sind, die Dinger von Hand zu setzen. Dann machen wir es auch ordentlich. So, dann sollten die hier alle Strom haben. Die nächste Stromleitung gibt es wo? Ich habe jetzt natürlich auch keine großen Strommasten dabei. Okay. So, dann haben wir hier erstmal drei Bänder. Insgesamt, wie viel Förderer? Das sind 43 Förderer, also mehr wie ein Bandsteine kriegen wir da nicht wirklich raus. Anderthalb Bänder. Ach komm, mach mal zwei. Und zwar folgendermaßen. Muss man da einmal rein, dann haben wir zwei Bänder raus. Ne, was andersrum. Den dahin und den dahin. Ups.
So, wieder mit X unten die Leiste umgeschaltet, damit ich die gelben Fließbänder kriege, wenn ich auf die 1, 2, 3 drücke. Okay, damit gehen wir runter bis auf die Kohle. Dann haben wir da nämlich auch vier Bänder liegen. Zweimal Kohle, zweimal Stein. Sieht das auch schick aus. Okay, und jetzt brauche ich erstmal Material. Große Strommasten, Fließbänder. Brauche ich auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, wo sind wir denn daheim? Mein Auto hat kein Sprit mehr. Oh Mann. Ja, wir müssen nach unten an dem Mall. So, Fließbänder werden geliefert. Sobald die da sind, werde ich mir den Rest noch einpacken. Und große Strommasten, wie sieht's bei euch aus? Jawohl, da sind 100 da, das ist schick. Könnte ich mir aber auch mal ein paar anfordern, glaube ich. So, was machen die Fließbänder? 200 werden geliefert, 300. Warum sind da nur so wenig auf dem Weg? Weil hier nichts mehr produziert wird. Weil ich hoffe natürlich echt die. Ja, da sind Zahnräder draufgelaufen. Als ich das Ding vorhin umgebaut habe, sind da Zahnräder auf das Band gelaufen. Wenn ich die jetzt runternehme, dann läuft es wieder. Hoffentlich. Ja, es sollte. Sollte, wenn Zahnräder hier, wenn hier Eisenplatten nachkommen, dann sollte das funktionieren. Okay, 350 ist jetzt natürlich super doof, dass wir jetzt keine gelben Fließbänder haben. Ich werde da nämlich doch noch einige brauchen, bis ich dann hier unten bin. Wo geht denn die erste Abzweigung? Ja, mit der Kohle muss ich halt wirklich hier rüber. Weil ich muss hier auf jeden Fall auch noch Versorgung für das Kraftwerk sicherstellen. Deswegen muss ich mit der Kohle wirklich darüber. Es hilft alles nichts. Ja, dann lassen wir jetzt mal die Fließbänder produzieren. Und legen schon mal die hin, die wir haben. Oh, 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 der war knapp. Da steht ein Zug. Bin ich gar nicht gewohnt auf der Karte hier. Autsch, da steht ein Strommast. Bin ich auch nicht gewohnt. Okay. So, wo wollen wir hin mit den Bändern? Ach so, wollte ich es machen. Der Baum stört mich nämlich da. Ach so, ich wollte auch noch Strom hinlegen. Ne? Strom wäre auch noch eine interessante Sache. Damit funktioniert nämlich hier auf der Karte vieles, viel einfacher, viel besser. Wenn man den Maschinen nämlich Strom gibt, dann tun die tatsächlich was.
Okay. Steine laufen auch. Zwar immer noch viel zu wenig, aber immerhin ein paar mehr als bisher. So müssen wir das ja nur noch anschließen. Wobei ich aber noch keine Ahnung habe, wie und wo. Und das würde ich sagen, das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, sieht man sich hoffentlich dann wieder. Ich verabschiede mich. Bis neulich. Euer Jimmy.